Dann kommen wir zum nächsten Video. Ob man einen Dobermann draußen halten kann. Bekomme ich noch echt oft gefragt. Jeff, hör doch auf, immer so viel Gras zu fressen. Nur. Immer wenn wir hier oben sind, dann frisst er Gras. Schmeckt hier besonders gut, ha? Naja, auf jeden Fall bekomme ich oftmals die Frage, ob man so einen Hund draußen halten kann. Beziehungsweise, wollen sie den draußen halten? Ich sag mal so, draußen ist immer gut für den Hund, sofern er da auch was machen kann. Natürlich auch, wenn er nichts machen kann, frische Luft ist immer gut. Nur die Frage, ob der Hund einfach nur draußen gehalten wird, weil man den Hund nicht bei sich haben möchte oder weil oftmals lese ich dann heraus, dass der Hund dann draußen in einem Zwinger gehalten werden soll. Ohne irgendwelche menschlichen Anschlüsse und soll als Schutzhund dienen. Das macht er natürlich auch sehr gut, aber ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt das Richtige für den Dobermann. Da gibt es andere Hundearten, die sind da besser geeignet für. Natürlich erfüllt er seine Aufgabe dort, aber um jetzt nicht darauf einzugehen, sondern eher auf die Frage draußen halten, ja oder nein, kann ich euch sagen, im Sommer geht es, im Winter ist es nicht gut. Ich merke es bei ihm extrem, also er hat kein Unterfell, er rennt zwar viel und so, und wenn ein bisschen Schnee liegt, ist in Ordnung, ein, zwei Stunden, aber dann fängt er auch wirklich an zu frieren. Bei ihm äußert sich das einfach so, dass er anfängt, wie wild rumzurennen, auch wenn er müde ist und wird quirlig und all so ein Scheiß. Zur Haltung würde ich es einfach nicht empfehlen, auch wenn er jetzt so eine beheizte Hütte hat, ja, dann chillt er da im Winter in seiner 2 Quadratmeter Hütte oder von mir aus lass es 5 sein. Ob das gut ist, finde ich nicht. Ansonsten im Sommer spricht er nichts dagegen, ne Jeff? Wenn du ein bisschen draußen abhängen kannst, sofern andere Faktoren stimmen. Aber zur Frage draußen halten, ja, nein, würde ich eher sagen, bedingt. Ne Jeff?